Herzlich willkommen zu Let's Play Flawless. Mega Man 3 Top Man dieses Mal. Fast noch einfacher als Magnet Man ist Top Man. Denn, naja, das ist alles, was er tut. So ein paar komische Kreisel schießen, sich selbst kreiseln und auf einen zukommen. So, früher, als ich dieses Spiel tatsächlich gespielt habe, habe ich immer mit Top Man angefangen. Allerdings würde ich davon abraten, denn Magnet Man ist auch nicht sehr viel schwerer. Sorgt aber, wenn man ihn besiegt hat, dafür, dass es einem tatsächlich was bringt. Denn die Waffe von Top Man ist nicht so wahnsinnig nützlich. Im Übrigen ist die Waffe der Topspin von Top Man die Schwachstelle von Shadow Man. Und die Shadow Blade von Shadow Man ist die Schwachstelle von Magnet Man. Deswegen, ja, braucht man es nicht unbedingt. Ich würde daher tatsächlich empfehlen, mit Magnet Man anzufangen. Denn die Waffe ist deutlich nützlicher als der Topspin. Wobei der Topspin hier tatsächlich seine Momente hat. Wieso springe ich eigentlich die ganze Zeit hier so hin und her und töte ihn nicht? Ganz einfach, weil ich noch ein bisschen was erzählen wollte, bevor ich den irgendwie nach einer Minute oder so tot habe in dem Video. Okay, aber gut. So langsam reicht's dann, glaube ich, auch. Kommst du nochmal her? Das war jetzt tatsächlich der erste Versuch und Dreidelman ist schon kaputt. Ja, Dreidelman. Finde ich eigentlich einen ganz netten Namen, aber andererseits sollte man vielleicht nicht unbedingt Werbung für Religionen machen. Das sind schließlich eh alles Auslaufmodelle. Auf jeden Fall war das Top Man Flawless beim allerersten Versuch. Und wir bekommen den Topspin. Ja, wie gesagt. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis demnächst.